Seid gegrüßt, liebe Freunde, hier im Herzen der Burg auf Athanos in dem Spiel Odyssey im Auftrag des Königs und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Was habe ich vor in dieser Folge? In dieser Folge habe ich vor, den Herbert die rote Mine bewachen zu lassen, weil ich finde, das ist wirklich ein arroganter Knopf da. Dann die Zutaten für Sayan abzugeben, die habe ich ja jetzt nun komplett. Und wir werden einfach weitermachen. So, gucken. Herbert, da ist er auch ganz alleine. Na, du Saufkopf! Ich soll dir einen Befehl von Marbot überbringen. So, was will der Alte denn von mir? Der soll bloß keinen Stress machen, kapiert? Er will, dass du den Eingang der roten Mine bewachst. Was? Ich soll die rote Mine bewachen? Der Marbot spinnt doch, mach ich nicht. Kapiert? Aber warum denn nicht? Erst neulich hat mir der Kommandant erzählt, dass er zu dir besonderes Vertrauen hat und dich auszeichnen will. Du spinnst doch. Das hat der Marbot bestimmt nicht gesagt. Der alte Zausel hat mich bisher noch nie beachtet. Du denkst wohl, ich wäre so blöd und falle auf so einen Mist herein. Aber nicht mit Herbert, kapiert? Na schön. Dann wird Marbot wohl jemand anderes befördern müssen. Hä? Befördern? Wieso denn das? Na, dir kann ich's ja verraten. Ich habe gehört, dass Marbot möglicherweise denjenigen befördert wird, der jetzt die Mine bewachen will. Aber... Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Das ist noch ein Geheimnis. Verrat es bloß nicht weiter. Es ist nämlich für den Kommandanten sehr wichtig, dass niemand die Mine betritt. Es ist also eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die er nicht jedem überträgt. Ach, so ist das. Mann, sag das doch gleich. Na klar übernehme ich den Auftrag. Sag Marbot, ich bin schon unterwegs. Auf zur roten Mine. Ich weiß langsam. Ja, herrlich. Ronans Überredungskünste verblüffen immer wieder. Dann schauen wir mal ins Log. Bewachung der roten Mine. So, da steht noch ein bisschen was drin. Ich habe Herbert Marbots Befehl mitgeteilt. Ich hatte alles richtig vermutet. Herbert gefällt es gar nicht, bei der roten Mine Dienst schieben zu müssen. Aber als ich ihm angeredet habe, dass Marbot möglicherweise befördert wird, ändert er und er wird sich... Was? Er wird sich sicher dort zu tun lang. Ich kann also Marbot mitteilen. Okay, das ist dann halt eben der nächste Schritt, den ich machen muss. Bitte nehmt es mir nicht übel, wenn ich nochmal kurz immer so ins Logbuch hineinschaue, weil sonst mache ich mir selber irgendwelche zeitaufwendigen Fehler. Und das möchte ich nicht. Sodela. Ich hab ja meine eigene Meinung. So, Kommandant, die rote Mine wird ab jetzt bewacht werden. Ausgezeichnet. Hier, eine kleine Belohnung für dich, Soldat. Oh, 50 Gold erhalten. Das ist eine kleine Belohnung. Das finde ich aber wirklich. So, ist nicht mehr da, ist erfüllt. So, dann gehen wir jetzt mal hoch zu Sean. Und geben ihm dann halt eben seine Special Zutaten für seine Rune. Weapensteigen macht fit. Im Schritt. Naja. So, Sean. Gucken. Wo ist er denn? Ach, da ist er am Alchemietisch. Sean, Hallöchen. Hey du. Hier habe ich die Zutaten, die du haben wolltest. Sehr gut, das hast du gut gemacht. Und nun sollst du deinen Lohn bekommen. Ja, da kann ich mir was aussuchen. Sean bietet mir ein Elixier des Geistes. Ein Elixier der Stärke, ein Elixier der Geschicklichkeit, des Lebens oder drei Tränke Geschwindigkeit. Hehehe, was hättet ihr genommen? Schreibt mal in die Kommentare. Also ich brauche Geschicklichkeit, damit ich diesen Degen führen kann, diesen Offiziersdegen. Das werde ich jetzt machen. Halt, warte mal. Da fällt mir ein, dass du noch etwas für mich tun kannst. Von mir aus? Brauchst du etwa noch ein paar Pflanzen? Nein, keine Pflanzen. Aber Lurker-Eier. 5 Stück müssten lang. Lurker-Eier? Wozu brauchst du die denn? Für meine Experimente. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Und wo soll ich diese Eier finden? Die Lurker verstecken gerne ihre Eier in Grotten oder Höhlen. Naja, so viele Höhlen wird es auf Athanos nicht geben. Viel Erfolg! Oh, nee. Lurker-Eier? Sonst wird er, will er nichts haben? Lurker-Nests. Aha. Bin jetzt ein bisschen verblüfft.
weil, ich sage es mal offen, ich habe in der Komplettlösung eine andere Version gelesen, dass beim Goblin-Turm noch geweihtes Wasser zu finden sein müsste für Sean, dass ich da, naja, dass ich da dem Sean das noch geben müsste. Vielleicht kommt das ja noch, ich weiß es nicht. Oder es wurde geändert vom Odyssey-Mod-Team. Weil es ist ja hier die 2.0. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Nee, ich reg mich doch gar nicht auf. Es ist ja die 2.5. Oh, jetzt bin ich hier unten. Das ist Raimund, der hat ja noch seine Wanzenplage im Kopf. Na, ich sollte nicht labern, mich lieber drauf konzentrieren. Und zwar, tja, in Grotten sollen die sein, die Lurker-Eier. Dann werde ich mal wieder mal skippen und vorspulen und euch weiterhin auf dem Laufenden halten. Ja, nachdem ich überlegt habe, wo denn Höhlen oder Grotten sein könnten, ist mir nur eins eingefallen. Ich schwimme doch mal um die Insel herum und gucke mal, ob da, weil eine Grotte ist ja mit Wasser befüllt auch, ob es da irgendwie was gibt. Und jetzt sehen wir hier nochmal Boote. Das sieht gar nicht gut aus. Noch mehr Orks oder was? Oder wie oder wieder was? Gucken kann ich hier an Land. Oh, das wird spannend. komme ich hier nicht? Blub, blub. Ja, oder ich kann von hier aus hochklettern. Ja, solltest du machen, ne? Ah, ein bisschen schwierig hier. Oh, nochmal. Nee. Wann stehe ich? Nee, okay. Versuchen wir es an einer anderen Stelle. Mal gucken. Blub, blub. So, vielleicht hier zwischen den Booten. Ja, perfekt. Oh, wieso muss ich immer so kompliziert denken? Hier sind übrigens irgendwelche lustigen Fässerchen mit Waffen drin. Oh, oh. Wieso blubber ich noch? Bin ich betrunken oder was? Okay, wahrscheinlich ein kleiner Bug. Ja, auf jeden Fall speichern, liebe Leute. Sehr lustig, sehr komisch. Na, ich muss mal was anderes machen. So, nachdem ich nochmal neu eingeladen habe, sind jetzt die Blubberblasen drüber weg. Wir wollen ja hier keinen Pustefix hier veranstalten. Außerdem bin ich hier so ein Teddybär, der die ganze Zeit Seifenblasen verbläst. Wir wollen hier ganz ernst mit Roland hier rumkämpfen. Und ich glaube, da hinten... Oh, oh! Schmuggler! Ein Schmuggler! Mal gucken. Vielleicht ist er ja mehr freundlich gesonnen. Ich mach dich fertig. Nee, ist er nicht. Oh, weia. Okay, mein Offiziersdegen eventuell... Den habe ich übrigens jetzt angelegt, weil ich habe das erforderliche Geschick. Geschick. So, du Schmuggler. Ach, du gehst ja noch. Oh, der hat mir aber ganz schön eine reingerammelt. Moment mal. Okay, hau zu. Ich hau dagegen. Ah, okay. Den könnten wir schaffen. Na los, hau zu. Ach, ich heiße ja nicht Herbert. Ah, der ist auch ziemlich dull. Schmugglert, aber wohl er reißt mir auch einen ab. Schmuggler. Ja, und? Was hast du verdient, Mistkerl? Ja, tolle Nummer. Ja, ich da hinten ist er wieder, fertig. Der Schmuggler. Mal schauen, vielleicht kriege ich ihn ja doch. Alter, ist der gut. Nee, das müssen wir anders machen. Das müssen wir anders machen. Leute, das müssen wir ganz anders machen. Ja, das ist wie bei der Ork, wie beim Ork vor der großen roten Mine. Oder vor der roten Mine. Jetzt versuche ich es mal mit dem Feuerpfeil. Oh, das hat ein bisschen was gebracht. So, und... Was? Na, diesmal hat es geklappt. Er hat mir zwar noch einen in den Rücken gekloppt, aber... hervorragend. So, was hast du denn bei dir, du? Was, mit dem schweren... Das ist doch mal nicht zu fassen. Mit dem schweren Ast hat er mich so Goldbrocken, so niedergestreckt. Und ein Stängel so im Kraut. Okay, 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 okay. Ja, dann auf jeden Fall mal was füttern. Füttern. Neun, was haben wir denn hier? Essenz der Heilung, Extrakt der Heilung und reine Lebensenergie. Was heißt das? Vollständige Regeneration. Regeneration. Okay. Jetzt nehmen wir die Essenz der Heilung und... Ach ja, warte mal. Wenn wir schon dabei sind, auch mal ein bisschen... Na komm her. Eine Feuernessel essen oder auch zwei. Ja, ja, schön.
aufgerüstet. Und jetzt geht's weiter. Ach ja, den Schmuggler haben wir ja schon ausgeraubt. Ja, wenn da ein Schmuggler ist, dann dürften noch mehr da sein. So, das sieht nach Höhle aus. Da wird bestimmt ganz viel da sein. Ganz viel Schmuggler und Schmugglerware. Aber hier gibt es einen Grünstreifen, auf dem sich Schnabberkraut befindet. Schnabberkraut. Und noch ein Holzstamm. Oder ein Baumstamm. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Ach, übrigens, apropos Holzstamm. Sägen und Holzscheiben spalten. In der neuen Version war die Holzaxt wieder weg. Das heißt, ich musste sie mir wieder inserten. Also über Marvin Mode inserten. Und dann klappte das auch. Fand ich gut. Also dann ging der nicht weg, weil man hatte den Fehler gehabt, dass bei jedem Holzhacken mal die Axt da verschwand. Und das war nicht gut. Das wurde beseitigt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wie viel haben wir denn drin in unserem klimpernden Beutel? Oder Münzen, 50, wa? Ja, das ist doch mal gut. Das gibt uns was. Und ein Speichernchen. Ja, spannend. Suchen Schutz bei diesem miesen Wetter hier. Und bevor wir das machen, einfach mal speichern. Oh, war ja. Ich glaube, hier gibt es nichts Gutes. Quest, alte Geschichten. Das erinnert uns an Wenzel. Jedenfalls mich. Das war doch bestimmt alte Geschichten. Ja, ja, Wenzel, ich habe an der Küste zunächst einige Boote und dann eine Höhle entdeckt, die durch eine Tür verschlossen wurde. Ob es sich hierbei um alte Schmugglerversteck handelt, von dem mir Wenzel erzählt hat? Haha, ohne Schlüssel werde ich allerdings nicht hinein können. Vielleicht finde ich später noch die Möglichkeit. Ah, tolle Nummer. Das heißt also, ich brauche gar nicht hin, weil... Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Danke, Roland, für diese Antwort. Okay, dann werde ich wieder ins Wasser springen und mal weiter gucken, ob wir noch eine andere Geschichte finden, eine andere Höhle oder Grotte, wo wir Lurker-Eier finden können. So, jetzt bin ich wieder ein bisschen herumgeschwommen und da hinten tut sich was. Da ist etwas. Das sieht nach Lurker aus. Oh, weia. Gut, auch an der Stelle mir wieder ein schönes Speicherchen machen. Hering, war klar. Der hat mich noch nicht gewittert. Ein Athanos-Lurker, okay. Los, komm. Der ist unbeeindruckt von meinen Pfeilen. Oh, gut, okay, ein bisschen eingesteckt habe ich. Haut eines Reptils, sehr, sehr schön. An der Stelle mal wieder eine. Habba, wieso bin ich eigentlich nicht auf die Idee gekommen, mal Fleisch zu braten? Das wäre doch eine richtig coole Sache. Naja, aber dafür Dunkelpilze mal essen. Die habe ich ja sowieso kaum gegessen während meiner Spielszenen. So. Nur nochmal speichern. Und weiter geht's. Wie schon gesagt, da wo ein Lurker ist, sind bestimmt mehr. Mal gucken, wenn da hier einer ist, ob da irgendwie mit dem Offiziersdegen was zu machen ist. Ja, das sieht doch nach Grotte aus hier. Eine flotte Grotte. Aha. Okay. Jetzt tauche ich mal da rein. Gucken wir mal, ob es hier irgendwo sowas Unterirdisches gibt. Wie schon gesagt, jede Ecke. Ach, da geht. Ah, da kommt man von der Meeresseite rein. Verstehe, okay. Ja, auftauchen bitte. Danke. Und. Oder? Kann ich hier stehen? Seht ihr? Jetzt habe ich mich selber reingeritten. Scheiße. Also, dann seid ihr schon mal vorgewarnt, falls ihr an dieser Stelle schon mal wart oder seid. So weit bekloppt ist jetzt aber auch. Komme ich da aus der Grotte nicht mehr hoch.
Muss ich also von der Seite. Hä? Okay, das ist doch nicht die See. Kacke. Aber da sind schon mal die Eier. Ich finde das so gut, dass da die Eier jetzt sind. Auweia, Popeia, da sind Eier. Was mache ich jetzt? Degen? Ich versuch's mal mit dem Degen. Ja, komm mal an. Ach, jetzt kommt der zweite Kumpel auch noch mit dazu. Na, das kann ja heiter werden. Na, dann muss ich erstmal hier mit dem Pfeil und Bogen versuchen. Brütender Athanos. Brütender. Ich dachte wütender. Los, komm. Kriege ich mal ein bisschen mehr Pfeilpower hier? Nee, das wird nix. So, ich habe den ersten, den brütenden Athanos-Lurker, habe ich mit meinem Degen doch noch hingekriegen können. Ja gut, okay, er musste sich noch mal ein bisschen... Oh Gott, ich muss mal ganz schnell wieder was futtern hier. Weil der zweite ist nämlich hier im Anmarsch. Ah, tolle Nummer. Tja, so kann's gehen. So, der zweite hat mich dann auch erwischt. Muss ich den hier wieder nochmal erneut killen? Aha. Oh, mal gucken, was wieder gut geht hier mit dem. Ja! Einhand-Talent-Bonus. Danke dir. So, da liegen auf jeden Fall schon mal Eier. Die kann ich ja mitnehmen. Genau, wie viel sind es? Ein Lurker-Ei 1. Schön. Butlerfleisch, Lurker-Eier in Rot. Ein Glück, dass es Lurker-Eier sind in Rot und kein Kot, der Lurker. So, wenn da jetzt noch ein Lurker drin ist, überlege ich die ganze Zeit, soll ich den killen oder soll ich den nicht killen? Nee, was ist das? Das sind keine Lurker, oder? Ach, das sind Ratten. Okay. Nee, ich glaube, jetzt wird's echt haarig. Eine Ratte, das sind ja die Riesenratten, ne? So, jetzt kommen schon mal gleich drei Stück auf mich los. Okay, ein Hit. One Hit. Ah. Eine Schlagkombination ist dull. Habe ich das Gefühl. So wie ich das immer mache, macht er plötzlich völlig andere... Oh, es nicht zu plündern. Nicht zu holen. Okay. Doch drei Stück. Okay, dreimal Fleisch. Das ist lecker. Rattenfleisch ist lecker. Ja, speichern wir. So, ich ahne etwas. Das könnte hier das mit der Riesenratte sein, was Wenzel erzählt hat. Ah, oh, schön. Höllenpilze, Sklavenbrot. Ach, Sklavenbrot auch? Okay, Dunkelpilz, Höllenpilze, Sklavenbrot. Kommt mir doch bekannt vor. Oh, das ist aber jetzt eine ganz schöne Untertunnelung hier. Naja, vielleicht werde ich es raffen, beziehungsweise schneiden. Oh, schön. So, nochmal hier eingeblendet. Hier gibt es Drachen oder auch... Ach, Mondschatten und Drachenmoos. Gucken wir doch gleich mal nach, was diese Drachenmoos für Funktionen hat. Da ist es doch schon. Grabmoos, ach ja. Lebensenergiebonus. 20, wenn ich es esse. Aber ist kein Perma-Geschichte, keine Perma-Geschichte. Und dann haben wir noch so eine Art Moos gefunden. Was ist denn das? Eine Milch. Goblinbeere, Geschicklichkeitsbonus. Ja, wäre eigentlich für Permatränke am besten geeignet. Das mache ich nochmal nicht. Nö, das andere Moos kann ich nicht finden. Okay, weiter geht's. Da hinten ist noch was. Ja, Höllenpilz. So ein... Ach, Bergmoos war das. Ja, Bergmoos. Bergmoos. Oh, ich habe echt... Oh nee, was ist das da hinten? Das ist ein Crawler. Ein Crawler, der crawlt da so rum. Naja... Ihr wisst, was zu tun ist. Save early, save often. Stopp mal. Sieht nach Spalte aus da. Oh, ist das spannend. Spalt. Ach ja, da ist ein Brett. Ja, er hat mich gewittelt. Oh, ich kann nur hoffen, dass ich mit meinem guten... Oder so.
Ja, wenn das sich die Situation so anbietet. Ein roter Minecrawler. Irgendwo waren doch auch Minecrawler, die ich nicht killen konnte. Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Das war bei dieser roten Mine. Ah, daher ist das die rote Mine und ich komme von der anderen Seite rein. Irgendwelche Kommentare dazu? Oh, das ist aber hier wirklich... Ja, da komme ich bestimmt nicht mehr wieder hoch. Oder? Ausprobieren. Probieren geht über Studieren. Ich bin da so neugierig. Okay. Ach so, okay, dafür gibt es diesen Stein, falls mal hier reingefallen ist. Okay, dann kommen wir hier wieder hoch. Wie gut ist das denn? Das ist gut. So, den Pilz wieder. Das ist voller Pilze hier. Und jetzt geht's. Oh, weia. Leute, soll ich das machen? Ich habe ja Minecrawler-Zangen. Das sieht übel aus. Das sieht übel aus. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Vor allem hier geht es ja wirklich deppsch runter hier und dann ist wohl Schluss mit lustig. Da hinten geht es irgendwie weiter und das war's dann. Mache ich, wenn ich bessere Power habe. Bitte nicht böse sein, ich gehe jetzt woanders hin. Die Sache ist sowas von klar. Zu sehen. Und ihm 5 Lurker-Eier bringen. Der wird bestimmt noch schlafen. Nee, er studiert noch. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Hey! Hier bringe ich dir deine Lurker-Eier. Jetzt bin ich gespannt. Hier bringe ich dir deine Lurker-Eier, Sean. Schön, dass du daran gedacht hast. Und da deine Aufgabe bestimmt nicht einfach war, gebe ich dir hierfür 100 Goldstücke. Na, das ist ja klasse. Warum lebst du eigentlich wie ein Einsiedler? Ja, das freut mich auch. Warum lebst du eigentlich wie ein Einsiedler? Na, du bist aber neugierig. Warum willst du das denn wissen? Nun, es interessiert mich eben. Es fällt ja jedem auf, dass du dich meistens in deiner Stube aufhältst. Das geht dich nichts an. Ich habe eben viel zu tun und ich habe keine Lust, meine Zeit zu verplempern. Aha. Aha. Aha, jetzt gehen wir auf die Geräusche ein. Die Reimundnerven, denke ich. Was sind das eigentlich nachts für Geräusche, die aus deiner Stube kommen? Geräusche? Ich muss gestehen, dass ich jetzt etwas überrascht bin. Du bist das erste Mal bei mir und stellst mir bereits eine solche Frage? Nun, die Waffenknechte in der Burg fragen sich schon die ganze Zeit, was du da tust. Wahrscheinlich glauben sie gar, dass ich mit Belia im Bunde bin, was? Nun, ich... Du brauchst mir nichts zu sagen. Ich weiß genau, was die Leute von mir denken. Was ist jetzt mit diesen Geräuschen? Es sind ganz harmlose Experimente, weiter nichts. So, so. Und was für Experimente? Warum soll ich dir Dinge erklären, die du ohnehin nicht verstehst? Du solltest mich jetzt besser nicht länger stören. Na toll. Dafür habe ich doch schon 13 Magiepunkte. Hey! Nicht stören? Nee, ich halt kann nur handeln. Das ist jetzt lustig. Gucken wir mal ins Logbuch rein. Raymonds Schlaf. So, das wissen wir ja. Dann, gucken wir nochmal. Der alte Wachturm, war das das? Nee, das war es nicht. Ein Brief von der Anheuern. Der Alchemist, das war's. Genau. Ich bin zu Sean gegangen, habe ihn ganz einfach gefragt, was er nachts da oben in seiner Stube tut. Versuchen wir das nochmal mit dem Mitternachtsschlaf. Denn das hatte ich ja in einer meiner Folgen probiert. Irgendwann muss das und anmoniert, dass das dann nicht tut. Okay, Marbot. Musst du nur was wissen? Nein. So, werden wir jetzt mal ins Himmelbettchen legen von Marbot und bis Mitternacht schlafen. Raus aus meinem Bett! Ja, Marbot. Hallo? Oh,
Hallo, ich will... Jetzt ist er wieder automatisch reingegangen. Das wollte ich so nicht. Okay. Versuchen wir uns nochmal zu reinigen. Im Badezuber. Vielleicht geht das ja jeden Tag. Ich hatte das mal vermutet. So, nee. Das hat nur einmal geklappt. Gut, das ist nur ein einmal, eine Einmaloption. So, und jetzt gucken wir mal. Es ist ja schließlich Mitternacht. Mhm. Wie beim letzten Mal, als ich das versucht habe zu untersuchen. Okay, er hat jetzt eine Rune gemacht. Guten Abend, Cean. Du kannst also doch Runen herstellen. Bei Inos, was hast du denn so spät bei mir zu suchen? Mach sofort, dass du hier rauskommst, verstanden? Schön. Dann werde ich jetzt jedem erzählen, was du nachts hier so treibst. Halt, Moment. So war das nicht gemeint. Bleib bitte hier. Na schön, ich bleibe. Aber nur, wenn du mir die Wahrheit sagst. Aber die volle Wahrheit bitte. Gut, gut. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Doch ich habe den Eindruck, dass man dir Vertrauen schenken kann. Ja, du hast recht. Ich bin in den magischen Künsten des Feuers bewandert. Allerdings nur bis zum 5. Magiekreis. Und auch von diesem kann ich nicht alle Zauber ausüben. Na, mir würde das schon reichen. Von wem hast du die Magie erlernt? Von einem alten Freund von mir, der Magier des Feuers war bis. Aber das ist eine andere Geschichte. Und nun wolltest du eine Zauberrune herstellen? Ja, das wollte ich. Aber ich kann versuchen, was ich will. Es funktioniert leider nicht. Und dabei dürften die Teleportrunen nicht ihre Zauberkraft verloren haben. Moment, was sagst du? Es gibt Zauberrunen, die ihre Kraft verloren haben? Was habe ich gesagt? Ach, du musst mich falsch verstanden haben. Ich bin ein alter Mann und etwas zerstreut. Nimm meine Worte daher bitte nicht so ernst. Na schön. Ich hatte zwar das Gefühl, dass hinter deiner Aussage mehr steckt, als du jetzt zugeben willst, aber belassen wir es erstmal damit. Tja. Ja. Was für eine Rune wolltest du herstellen? Musst du das wirklich wissen? Ja, und du solltest mir die volle Wahrheit sagen. Ist ja schon gut. Ich sehe, dass du wirklich hartnäckig bist. Aber vielleicht kannst du mir sogar helfen. Halt, jetzt weiß ich auch, warum meine Versuche bisher nicht so erfolgreich waren. Der Grund, warum diese Rune bisher nicht von mir hergestellt werden konnte, besteht darin, dass mir die entsprechende Zutat fehlt. Na, darüber könnte man reden. Sag mir aber erst, was du für eine Rune machen willst. Nun, ich versuche eine Teleportrune herzustellen. So? Eine Teleportrune? Und wohin bitteschön? Na gut, auch das sollst du erfahren. Die Rune soll es ermöglichen, dass man sich in die geheime Bibliothek teleportieren kann. In die geheime Bibliothek? Interessant. Aber was in Innos Namen willst du da? Nun, ich suche nach besonderen magischen Schriften, die in der Bibliothek vorhanden sind. Und von wem weißt du, dass sich dort besondere Schriften befinden? Von meinem alten Lehrer, dem Feuermagier. Er gehörte zu den Magiern, die hier auf Athanos gelebt hatten. Dann weißt du bestimmt auch, warum die Magier den Zugang zu der Bibliothek verschlossen haben. Es war nur ein Magier, der dies tat. Der letzte, der auf Athanos weilte. Aber warum er es tat, tja... Ich habe zwar meine Vermutungen, hoffe aber, dass mir die wahren Gründe hierfür in der Bibliothek offenbart werden. Ja, jetzt wissen wir, was mit der alten Bibliothek auf sich hat. Fragen wir ihn nochmal, was er für eine Zutat für die Rune benötigt. Was für eine Zutat für deine Rune benötigst du? Eine Flasche mit heiligem Wasser. Ich hatte es bisher mit gewöhnlichem versucht, aber leider vergeblich. Heiliges Wasser? Tja, da muss ich passen. So etwas finden wir auf Athanos bestimmt nicht. Vielleicht doch, da die Feuermagier hier welches gehabt haben müssen. Das heilige Wasser wird gerne an geweihten Orten hinterlassen. Hier auf Athanos gibt es aber nur drei solche Orte. Das ist zum einen der Innos-Schrein vor der Burg, wo die Dorfbewohner beten gehen. Dann gibt es noch das große Innos-Denkmal, das sich bei dem kleinen Berg befindet. Und zuletzt haben wir noch den Steinkreis auf der anderen Seite der Insel. Wenn du an diesen drei Orten allerdings nichts findest, dann muss ich wohl oder übel mein Vorhaben aufgeben. Na schön, ich werde sehen, was sich machen lässt. Ja, das sind doch schon mal Hinweise, die mir gefallen. So, dann haben wir also doch noch das heilige Wasser zu suchen. Ja,
Und das werden wir in der nächsten Folge machen. Vielen Dank für euer Zusehen. Schreibt Kommentare, macht einen Daumen, empfehlt mich weiter. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Tschüss.